ich tue was Gutes. Ich kann jeden Abend in den Spiegel gucken und kann sagen, ich habe ein kleines Stückchen versucht, die Welt zu verbessern. Und für mich ist das total wichtig, weil ich ein Privileg habe, dass ich hier in Deutschland geboren und groß geworden bin. Dass Menschen plötzlich mich nicht mehr grüßen, anfangen, über mich schlecht zu reden. Aber daraus mache ich mir nichts, weil letzten Endes weiß ich schon, dass, was ich tue, dass es das Richtige ist. Und es sind diejenigen, die über mich gerade im Moment schlecht reden oder mich nicht mehr grüßen, komisch angucken. Das sind die, die sich morgen dann in Grund und Boden schämen, weil wenn dann wirklich alles ans Tageslicht kommt, dann sind die diejenigen, die Fehler begangen haben und nicht ich. Man kann die Welt verändern. Wenn jeder kann ein kleines Stückchen dazu beitragen. Man sollte nicht da sitzen und denken, ach, tue ich nicht, mache ich nicht, lohnt sich sowieso nicht. Es fängt schon beim Wählen an. Also wir haben die Möglichkeit, hier in Deutschland zu wählen. Macht es, geht dorthin. Ihr könnt mitbestimmen. Und es ist ein ganz großes Privileg, was wir haben. Und das sollten die jungen Menschen hier in der westlichen Welt nutzen und nicht daheim sitzen auf der Couch und sich beschweren, sondern was dafür tun. Sie sollen immer wieder für ihre Rechte einstehen. In vielen Ländern geht es, am Horn von Afrika, in Eritrea geht es leider nicht. Aber wir sehen so kleine Bewegungen in Eritrea und ich wünsche mir auch vor allem, dass junge Eritreer, die in der Diaspora leben, sich endlich für ihre Brüder und Schwestern in Eritrea einsetzen. Denn unseren Brüdern und Schwestern geht es schlecht und es ist nicht schlimm zu sagen, dass es im Moment in Eritrea nicht gut ist oder nicht gut läuft. Und ich finde, wir in der Diaspora haben die Pflicht sogar, unsere Brüder und Schwestern ein kleines bisschen Leid abzunehmen, indem wir für sie eine Stimme hier in der westlichen Welt sind.